Willkommen zurück zu Let's Play Together Resident Evil 5. Im letzten Part haben wir uns durch die Bonusmission gekloppt und auch in diesem Part wird es wieder ordentlich zur Sache gehen. Also viel Spaß. So, und damit habe ich hoffentlich dem Wunsch von Vanillekanickel Genüge getan, eine sexy Ansage zu machen. Die nächsten werden aber wieder normal und da hörst du auf zu lachen im Hintergrund. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben hier. So, und jetzt tun wir einfach so, als wär da nichts gewesen und machen jetzt hier einfach weiter, bitte. Okay. Dann schieße ich dir in deinen digitalen Arsch. Ich merke schon, dass wieder Lachflash kommen wird. Okay. Ja, genau, danke schön. Irgendwie sehen diese Dörfer alle gleich aus. Oh. Oh, Peter Pan! Da gibt's auch so eine Szene. Ich mag Krokodile. Ja, mein Partner hat gerade die Internetverbindung verloren. Aber das macht nichts. Ich bin ja noch da. Ich unterhalte euch einfach wieder allein. Muss ich jetzt auf diese Leute da unten schießen? Tut er das auch? Wo ist er hin? Ach, da unten. Ruf mich nicht, ich habe keinen Ton. Wie laufe ich denn nochmal? Ich müsste dieses Spiel einfach öfter spielen. Komm her. Wie bist du hässlich? Du bist hässlich. Tschüss. Huch. Ihr seid alle hässlich. Ich gehe mal hier rum. Ich kann hier so schlecht durch das Gerüst schießen. Gar nicht so einfach. Ha, jetzt habe ich ihn doch wieder in die Klöten geschossen. Hui, womit werfen die da? Ja, da. Ey, wer war das? Elender Wichser. Wohin? Okay. Boing. Warum steht er da? Nein, damit laufe ich. Da ist jemand weggefallen. Okay. Und jetzt? Oh, da. Tschüss. Ja, nachladen. Du Wichser! Oh! Da bist du ja wieder. Scheiß Dreckcomputer. Oh. Macht gar nichts. Ich habe so viel Beleidigungen vom Stapel nachgelassen, du. Da brauche ich dich nicht für. Okay, hier. Das Blöde ist immer, wenn er ruft, come on oder so, weil das ist scheiße, denn ich habe keinen Ton. Also das bringt mir nichts. Ist hier irgendwo jemand? Oh. Ja, ja. Komm her, du hast auch Weichteile. Und da ist er schon wieder weg. So, tschüss jetzt. Jetzt mal Ruhe im Karton. Meine Güte. Mist. Und der finale Klötenschuss. So, und jetzt? Erstmal nachladen. So. Wo schießt der da hin? Versucht er mir irgendwas zu verstehen zu geben, was ich nicht sehen kann. Ah, ich muss kurbeln. Ah. Wenn ich hier drehe, müsste sich das Floß bewegen. Ich warte, bis Chris draufsteht. Ja. Dann warte ich. Da oben ist er.
Ah, jetzt kann ich drehen. Boah, seht ihr den Totenschädel da? Oh, ein Krokodil! Eine Floßfahrt, die ist lustig. Eine Floßfahrt, die ist schön. So, mal sehen, wann ich loslassen kann. Mal ein bisschen schneller kurbeln hier. Boah, gut, dass ich kurbeln muss. Boah, wie das nervt hier. Warum kurbelt die so langsam? So. Ah, und jetzt kann ich da drüber? Muss ich da drüber? Wo ist er hin? Ich gehe da jetzt einfach mal drüber. Das muss ja irgendeinen Grund haben hier. Kontrollpunkt. Das hört sich schon mal richtig an. Wo ist er hin? Da! Sei gegrüßt, mein Freund. Boah, der muss da so einen Klimmzug machen und sie hopst einfach hoch. Rubinbirnenförmig, okay. Schaut euch das mal an hier. Wie so ein Kind, das aus dem Schwimmbecken klettert und wie... Ui! Yeah, baby, yeah, baby, yeah. So. Okay, jetzt ruckelt's gerade ein bisschen. Keine Ahnung wieso. Ey! Wer war das? Soll ich da rein? Was ist da? Da ist ein Tropf an das Bett gelehnt. Dieses Zelt wurde zu medizinischen Zwecken benutzt. Aha. Da ist aber sonst nichts. Das ist so geil hier. Typ 3 Plagers, Feldversuch. Seit dem ersten Feldversuch mit Typ 3 Plagers ist eine Woche vergangen. Typ 3 wurde entwickelt, um wesentliche Verbesserungen im Vergleich zu früheren Versionen zu erzielen. Bei der Ursprungsversion gab es einen speziellen Plagers, namens Kontrollplagers, der Wirt mit besonders körperlichen Fähigkeiten ausgestattet hat. Der den Wirt so. Die Kontrollplagers waren zahlenmäßig begrenzt und verursachten große körperliche Veränderungen beim Wirt, waren also nicht immer zweckdienlich. Vom geschäftlichen Standpunkt aus betrachtet war dies unerwünscht. Das Ziel bestand darin, Supersoldaten ohne Nebenwirkung zu entwickeln. Andere Teams sind mit der Entwicklung eines ähnlichen Produktes zu kommerziellen Zwecken beschäftigt. Aber angesichts der Vorliebe von Las Plagas für menschliche Wirte erscheint dieses Projekt gefährlich. Mit anderen Methoden lassen sich womöglich Supersoldaten erschaffen, aber wenn der Wirt nicht vollständig steuerbar wird, wären sie nicht effektiv genug. Aus der Kombination einer Basis Plagas und eines Gens der Kontrollplagers entstand ein neuer Plagers-Typ, Typ 3. Wenn es gelingt, Typ 3 zu perfektionieren, wird er wahrscheinlich zum neuen Standard auf dem Biowaffenmarkt. Mein Gott, dieser Tag steht erst noch bevor. Bei einem kürzlich erfolgten Test sind mehrere Probleme aufgetreten. Das größte Problem ist die mangelhafte Adhärenzrate. Okay, bei erwachsenen und jugendlichen männlichen Personen beträgt sie etwa 92%, ebenso wie bei den normalen Lastplagers. Bei Frauen und Kindern beträgt sie für Typ 3 allerdings 0%. Angesichts dieser enttäuschenden Resultate wird deutlich, dass Typ 3 in seiner jetzigen Form kein adäquates Produkt ist. Außerdem haben sich künstliche Mutationen als tödlich erwiesen. Dies ist wahrscheinlich auf den dynamischen Einfluss des Kontrollplagers-Gens zurückzuführen. Allerdings bleibt der Test nicht gänzlich ohne positive Ergebnisse. Unser Ziel, erhebliche physische Verbesserungen zu erreichen, wurde teilweise erreicht. Die Sprungkraft der Wirte konnte beträchtlich gesteigert werden. Boah, ich hoffe, ich habe nicht auch so was drin, weil sie so gut springen kann. Darüber hinaus gab es ein unerwartetes Resultat. Das Wachstum der Wirte, wobei einige eine Größe von fast 3 Metern erreichten. Dies könnte ebenfalls auf das Gen der Kontrollplagers zurückzuführen sein, bleibt aber im akzeptablen Rahmen.
Feldtests konnten wir nicht alle erwünschten Ziele erreichen, doch kann auch nicht von einem totalen Fehlschlag die Rede sein. Die gewonnenen Informationen lassen sich für Verbesserungen bei zukünftigen Tests einsetzen. Meine Fresse. Wo ist er hin? Da. Oh, hier muss ich laufen, so. Oh, dieses Fass, das sah von weitem aus wie ein Gesicht, seht ihr das? Mit so einem kaputten Auge. Ich sehe hier überall Gesichter und Beine und... Gut, dass der Kevin mich jetzt gerade nicht hört, der wird dann nämlich wieder sagen, hä, wo? Ja, wenn du das jetzt gleich hörst, ne? Du weißt, ich meine das nicht so. Ich kann nichts aufheben, ich bin voll. Nimm du das mit, ich kann nicht. Ach, jetzt will der Erste-Hilfe-Spray haben. Geben. Bitteschön. Und jetzt, was habe ich dafür gekriegt? Eine Granate? Keine Ahnung. Come on. Ja, was denn? So, und jetzt? Ja, genau, benutzt du das. Ich bin voll. Wait. Thanks. Ikimashou. Das ist so ein bisschen so, als würden wir irgendwie zwei unterschiedliche Sprachen sprechen. Jetzt zielt der bestimmt wieder auf irgendwelche Medaillen oder Schätze oder so. Genau. Yeah. Ich weiß leider nicht, wann das Kapitel zu Ende ist, beziehungsweise wann der nächste Speicherpunkt kommt oder so. Ja. Mein Skype zickt irgendwie auch gerade rum. Ich muss das hier mal eben deaktivieren. So, wo ist er hin? Da steht er noch. Ja, mein Netbook kriegt kein Internet. Doch, jetzt hat es Internet. Und jetzt hat Skype auch wieder Internet. Das ist ja schön. Gut, jetzt müsst ihr uns mal eben kurz zugucken, wie wir hier herumstehen. Wieso? Was? Wieso bist du offline in Skype? Weil mein Netbook auf einmal keine Internetverbindung mehr hat, aber das habe ich nicht gesehen. Dann musste ich die komplett deaktivieren. War doch ganz lustig. Ich habe so viel Scheiße geredet. Ja, und ich habe nichts mitbekommen. Das kannst du dir nachher alles anhören. Nimmst du noch auf, ja oder nein? Ich nehme noch auf, klar. Gut, dann kann ich ja weiter schießen. Ja. Aber das Gespräch kann ich ja gleich immer noch rausschneiden. Ist da jemand? Nein. Wow. Du musst dir das nachher unbedingt mal anhören. Mach doch. Hallo. Warte in die Glocken und... Jawohl. Oh Gott. Oh. Oh, oh. Okay. Das war gemein. Was ist denn für einer? Och, mit einer Schaufel, wie süß. Dem schieße ich in den Arsch, weil die Klöten hat er extra verdeckt hier. Ey, komm schon, wie filme ich? Was? Oh oh. Nicht gut. Bist du jetzt endlich fertig hier, Mr. Schaufelmann? Oh, ich wollte gerade sagen, was das für einer, aber das warst du. Na, vielen Dank. Oh. Bitteschön. Nein, du hättest bestimmt wieder gesagt, boah, Frauen, wenn du das alles gehört hättest, was ich hier so erzähle. Ich schreibe es mal als Kommentar drunter. Okay. Naja. Wann kommt denn der nächste Save Point? Nach dem hier. Ach so. Ja, der Part halt ein bisschen länger, ist egal. Ich musste nur leider Angst machen. Was? Kommt gleich zwei Kettensäge, Freaks. Ihhh. Und dafür habe ich einen Raketenwerfer und ein... Nee, ich kann die Magnum dafür benutzen.